Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Nicht erschrecken, ja, es ist mal wieder eine Folge Clash Royale, aber es gab ja ein Update mit neuen Karten etc. Ist nicht an mir vorbeigegangen, aber ich bin ja so ein bisschen altbacken und spiele nach wie vor mit meinem alten Deck erstmal weiter. Kann man da überhaupt noch mit gewinnen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gestern so oft Lack gekriegt mit meiner alten Truppe, aber ich habe auch das ein oder andere Spielchen dann mal wieder gewonnen, aber dennoch bin ich gut abgeledert worden. Aber wir fangen erstmal an mit ein paar Spenden und machen die paar Kisten hier auf. Fangen wir hier an mit der kleinen Kiste, ich glaube es ist nur eine, und gehen jetzt mal die Kistenslots hier durch, dass wir die dann auch wieder voll machen können. Mal sehen, ob etwas dabei ist, was wir dann schon updaten könnten, aber das sieht jetzt im Moment noch nicht so gut aus. Oh, 21 von denen, Donnerwetter, 4 von denen, okay, der Rambock, den habe ich auch schon mal im Deck gehabt. Und dann gucken wir mal weiter. Jawohl, Megalakai, Knall, oh, der ist gut. Jawohl, okay, ich habe schon eine Kiste wieder angestoßen, egal was jetzt in der Folge kommt, kann so ein bisschen was in die Kronentruhe reinfahren, und ich habe immer noch mein altes Deck, das ist es nicht, sondern das ist es, mit dem kämpfe ich nach wie vor. Ich habe mir allerdings auch ein neues Deck gebastelt, das habe ich allerdings natürlich mal wieder nicht neu selber gebastelt, das habe ich gemopst wie immer. Und ich würde aber sagen, wir spielen erstmal eine Runde mit meinem Standarddeck, mit dem ich es ja nicht wirklich kann, aber immer mal wieder probiere, so wie auch in diesem Mal. Muss ich mal sehen, was der oder wie der Gegner hier rauskommt und kontert. Also gestern, muss ich sagen, hat mich einer mit einem Klonzauber dermaßen überrascht und hat dort mich so extrem in Grund und Boden gehauen. Das kann man schon gar nicht anders sagen. Das war schon wirklich krass, muss ich sagen. Also da habe ich gedacht, Donnerwetter, Hut ab. Das hat er richtig gut gemacht an der Stelle. Und da war ich wirklich so ein bisschen, ja, nicht neidisch, aber da war ich echt blass, da war ich sprachlos, muss ich sagen. Aber wir kontern hier mal mit dem Babydrachen und mit der Musketierin. Das sieht noch ganz gut aus. Kommt natürlich jetzt nicht wirklich was an, aber wir könnten eigentlich gleich die Musketierin wieder hinterherziehen. Das machen wir auch. Mal gucken, ob da ein bisschen was geht und ob wir nicht schon so ein bisschen von so einem Turm schädigen können. Ja, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Allerdings habe ich jetzt gar nichts, mit dem ich den Pärchen hier kontern kann. Da muss ich jetzt mal die Hexe ziehen. Oh, der Ballon, da habe ich jetzt natürlich gar nichts für. Da müssen jetzt ganz schnell die Lakaien raus. Aber der wird natürlich ganz easy peasy durchfliegen. Und ich habe den ja auch im Deck. Ziehe den auch immer ganz gerne mal. Genau, nämlich aus dem Grund, dass der so ganz behende, nämlich auf den Turm zu fliegen und dann irgendetwas macht. Nämlich meistens ein bisschen Schaden. Was ja auch nicht schlecht ist. Ah nein, was ist das denn jetzt für ein Ernie? Mal gucken, ob der mit einem Schuss meinen Golem abzieht. Das macht er natürlich nicht. Dann hauen wir eben hier mal die Skelette rein. Ja, das war gar nicht schlecht. Jetzt teilt er sich zwar und mein Golem richtet jetzt zwar nicht so viel Schaden an, aber ich weiß jetzt schon mal, was er da unten eigentlich noch im Petto hat, was ja auch nicht schlecht ist. Und er hatte also die Barbaren, er hat diesen komischen Eismagier hier. Und der verlangsamt natürlich ganz extrem. Okay, da muss ich jetzt die mal ziehen. Ah, dieser Bomber, der kann ganz schön abnerven da. Aber so richtig in Turmgefahr ist er noch nicht gekommen. Oh, das wird wieder ein spannender Kampf, würde ich sagen. Wir ziehen gleich hinterher, Musketierin, weil ich glaube, seine Truppen kosten auch relativ viel. Und das könnte noch nicht ganz der erste Turm gewesen sein, aber wir sind auf einem wirklich nicht schlechten Weg. Wir ziehen jetzt den Golem hinterher mit Lufttruppen und da muss er sich jetzt was drauf einfallen lassen, ist einfach so.
So, den nochmal. Und dann haben wir, ja, wir gucken mal, ob wir einen Unentschieden rausholen oder ob er uns nochmal mit den Truppen da gefährlich werden kann. Nochmal den Ballon hinterhergezogen, aber ich denke mal, jetzt gehen natürlich seine Barbaren hier durch und dieser Flunky wird jetzt einmal schießen. Hat uns gekriegt und damit haben wir leider dieses Game verloren. Aber wir haben uns gut gehalten über 3 Minuten, also das war nicht wie der mit dem Frost in 1,5 Minuten und meine Base oder meine 3 Türme sind down. Nichtsdestotrotz, wir geben heute nicht auf. Wir füllen die 3 Slots sicherlich nicht ganz. Aber ich möchte trotzdem, ja, ich hatte ja die Frage zu Anfang gestellt, kann man mit diesen Decks überhaupt noch gewinnen bei den neuen Karten? Und ich habe die ganzen Update-Notes noch gar nicht gelesen, was hier sich im Spiel alles getan hat, was ist genervt worden, was ist jetzt stärker. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Elex ein bisschen schneller im Moment da ist. Das heißt also, es ist ein bisschen mehr schneller verfügbar und das kann natürlich auch täuschen. Gar keine Frage. So, oh, okay. Da hat er die 3. Da kommen die. Ja, die machen jetzt nicht viel Schaden, aber sie machen halt Schaden, ne? So muss man es auch sehen. Okay, da kann ich ein bisschen kontern. Aber ich schieße erstmal stumpf auf den Turm. Und da kommt er hier mit diesem komischen Gräber. Okay, auf 2 ist der natürlich schon scheiße. Wir ein bisschen kontern. Jawohl. Und so haben wir schon mal so ein bisschen von ihm weggekriegt. Oh, oh, oh. 1422. Ja, und ich muss noch ein bisschen mehr machen. Ist natürlich doof. Jetzt geht er natürlich auf den Turm. Das ist nicht so schön. Aber wir gucken mal, ob wir mit Luft hier ein bisschen besser durchkommen. Ich habe jetzt noch nicht alle Truppen, glaube ich, von ihm gesehen. Da haut er die Hütte raus. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen aus der Not gemacht. Dann ziehen wir hier gleich mit dem Drachen hinterher. Jetzt macht die Hexe mindestens einen Hit. Gut. Und jetzt macht mein kleiner Babydrache erstmal, der bringt den schon mal unter 1000. Das ist schon mal nicht schlecht, aber meiner ist auch unter 1000. Da kommt er sicherlich gleich wieder mit diesem Tunnel Heinz. Und da ist er nämlich schon wieder. Der Gräber, der darf jetzt nicht so viel Schaden machen. Und wir ziehen hier die Hexe mal hier nach. Ja, da kommt er jetzt mit dem Fass da hinterher. Aber jetzt habe ich da einen ganzen Haufen Skellies und wenn ich jetzt meinen Babydrachen noch dazu kriege, dann kann das hier ein kleiner Mini-Run werden. Nochmal eine zweite davon gezogen. Und dann geht es jetzt voll aufs Rathaus. Ja, das sieht gut aus. Er wird sicherlich auch einen unserer Türme holen. Aber jetzt kontern wir etwas mit der zweiten Hexe noch. Wir gehen voll auf den Turm. Also da kann ich jetzt keine Rücksicht mehr auf meinen Gegner nehmen. Er hat jetzt zwar meinen auch bekommen, aber wir bekommen auch seinen in der Mitte. Jawohl. Super Kampf, super 3 Türme, klasse, plus 30, gut. Also doch noch nicht ganz so abgesackt mit dem Ding hier und das sieht ganz gut aus. Wir können hier mal wieder um Truppen betteln. Im Moment bettel ich mir die Musketieren hier, weil ich die im aktuellen Deck habe und immer mal wieder spiele. Und alle guten Dinge wären jetzt 3 mit dem Deck, aber ja, wir machen das. Nein, wir machen das nicht. Das ist vielleicht zu viel des Guten. Wir nehmen mal dieses Deck hier, was ich geklaut habe. Da komme ich gar nicht mit klar, aber vielleicht hat man ja mal Glück. Auch als noch nicht so klarkommender Anfänger. Gucken wir mal, wie sich der Gegner gegen dieses Deck hier wehren kann. Wir können hier schon mal unsere Sperrkobolde so ein paar Points machen lassen. Und müssen hier jetzt auch ein bisschen kontern. Mal schauen, wie weit wir überhaupt jetzt kommen. Weil die beiden da unten jetzt natürlich schon ziemlich stark sind. Da muss ich mal meinen Magier hier setzen. Und jetzt auch die nochmal zur Ablenkung. Und dann wird die auch nicht so lange leben. Oh, mein Riese ist hier hinten ja komplett durchgegangen. Und macht jetzt schon mal so ein paar Hits auf den Turm. Jetzt habe ich natürlich echt nichts so großartig zum Ablenken. Das ist natürlich nicht so gut. Aber da habe ich mich, glaube ich, ganz gut aus der Affäre gezogen. Jetzt giftet er an der Stelle. Okay.
Aber ich glaube, wir können an der rechten Front weitermachen und gehen auch gleich wieder mit dem Riesen rein. Der ist ja gut durchgegangen. Da bin ich jetzt etwas zuversichtlicher, dass der jetzt noch mal, ja, was heißt durchgeht. Wir nehmen mal den Magier gleich dahinter. Und was können wir da eigentlich jetzt noch machen? Wir hauen jetzt hier mal unseren Wut rein. So. Dann geht er gut durch, der Riese. Kriegt vielleicht, ja, macht noch einen Hit, zwei Hits. Ja, okay, das war, ich habe den auch noch gar nicht gezogen gehabt. Hier muss ich mal eben so ein bisschen den Drachen ablenken, dass der nicht so viel Schaden macht. Und jetzt müssen die Speerewerfer das hier allerdings reißen, muss ich sagen. Sonst macht die Hexe auf 4 schon ganz schön viel Schaden hier auf den Turm rechts unten. So, wie viel haben wir da oben noch? Ja, ich sag ja, Kleinvieh macht immer Mist. Dann ziehen wir hier jetzt nochmal das Pärchen hinterher. Diesmal den Magier nach da und die nach da. Und dann glaube ich, haben wir hier etwas, wir setzen mal den Wut etwas eher, dass der Riese da durchgehen kann. Oh, jetzt giftet er da, scheiße. Aber der Riese geht durch, 148, jetzt habe ich natürlich nichts, was ich hier hinsetzen kann, aber wir setzen einfach noch mal den Riesen. Mal gucken, ich habe ja sonst immer einen Feuerball oder sowas dabei. Das habe ich jetzt natürlich gar nicht. Jetzt muss ich hier mal knallen. Okay, hat er aber immer noch keinen Hit jetzt bekommen. Und jetzt muss ich die ein bisschen ablenken. Oh, was kommt jetzt? Eieieiei. Der ist natürlich brutal jetzt. Den kann ich jetzt gar nicht wechseln. Den muss ich wegknallen. Nein, er wird schaffen. Er wird schaffen. Nein, 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 nein. Er hat es geschafft, okay. Weil ich jetzt, ich habe, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Knall macht. Ich muss mir das mal eben angucken. Minus 30, okay. Oh, war gar nicht schlecht. Das war in Ordnung. Ich muss mal eben schauen, wie viel denn der Knall macht. Ich glaube, am Ende hatte das noch Flächenschaden, Kanonenturmschaden 64. Okay, es hätte eh nicht gereicht. Ja, das ist erstmal gewesen. Es gab ja reichlich Update-Notes. Hier bei Clash of Clans oder es gibt Neues bei Royal, so heißt es ja immer. Das habe ich mir alles noch gar nicht angeguckt. Es gibt neue Ligen, neue Clankämpfe und, und. Ich hätte fast gesagt, ich kann hier mal so durchscrollen. Nichts für mich dabei. Ja, es gibt jetzt zwar eine neue Arena. Das ist noch die Dschungelarena geblieben. Schweineberg ist jetzt ab 3000 plus. Und jetzt geht das hier richtig ab bei Clash Royale, legendäre Arena. Herausforderung 1, 2, 3. Und dann gibt es hier auch noch einen Meister. 1, 2, 3. Also ähnlich wie in Clash of Clans. Und es gibt hier auch Champion, ultimativer Champions. Ist so ein bisschen, glaube ich, wie Legendenliga in Clash of Clans. Und da muss ich mich mal mit reinfuchsen. Aber das wird sicherlich. Wir haben so ein paar Trönchen gemacht, haben mal ein neues Deck probiert. Und meine Frage ist immer noch, kann man mit diesen, ich nenne sie immer alten Decks, immer noch gewinnen? Wenn ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Wenn euch diese Folge gefallen hat von mir, Clash Royale ist eigentlich nicht so unbedingt mein Spiel, aber ich probiere es immer wieder. Einige Sachen habe ich auch schon von euch gelernt. Hat es euch also gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr mich natürlich auch gerne rechts unten hier abonnieren. Und ich würde sagen, bis zu einer weiteren Folge, wenn ich wieder versuche, Clash Royale zu spielen. Bis dahin, euer Toto. Bye bye.